Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Grundkompetenzen von Windows 11. Es geht darum, in einem Browser ein Foto mal zu finden, das abzuspeichern und das in einem selbst erstellten Ordner. Ich habe hier bereits ein Foto dargestellt bei Pixabay. Ich habe dieses Foto mal heraufgeladen. Ich gehe jetzt hierher, wähle mir dieses Foto aus, rechte Maustaste, Bild speichern unter. Dann suche ich mir einen Weg, in dem ich einen Dateipfad, in dem ich etwas abspeichern möchte, vor. Wähle ich hier neue Ordner aus, die nenne ich jetzt Bild. Der Ordner wurde angelegt, in diesen Ordner möchte ich jetzt etwas hineinspeichern, einen Doppelklick gemacht, Klick auf Speichern und das Bild landet darinnen. Ich habe hier auf der rechten Seite schon den Windows Explorer geöffnet, gehe in diesen Ordner Bild, den ich gerade gemacht habe und du siehst, dass dieses Foto hier bereits abgespeichert wurde. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.